Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde. Herzlich willkommen zur Vorschau der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2015-2016. Ja, heute mit dem ersten FC Köln. Ja, die Kölner in der letzten Saison als Aufsteiger, ja, haben auch gegen den Abstieg gekämpft, aber am Ende doch relativ, ja, dann doch sicher die Klasse gehalten mit dem 12. Rang und 40 Punkten. Ja, ich denke, die Kölner haben wirklich ja eine anständige Saison gespielt und jetzt kommt jetzt natürlich die schwierige zweite Saison für einen Aufsteiger, was nicht leicht wird. Ja, schauen wir mal auf den Transfermarkt. Was hat sich da bei den Kölnern getan? Neu im Team sind zum einen Leonardo Bittencourt, der kommt von Hannover 96. Frederik Sørensen kommt von Juventus Turin aus Italien. Milos Jojic kommt von Borussia Dortmund. Philipp Hosina wird von Stade Rennes ausgeliehen aus Frankreich. Anthony Modest kommt von Hoffenheim. Dominik Heinz kommt von Kaiserslautern. Maurice Exlager kommt nach einer Leihe zu Darmstadt wieder zurück. Und auch Simon Zoller kommt nach einer Leihe von Kaiserslautern wieder zurück zu den Kölnern. Ja, und verlassen haben die Kölner Bruno Nascimento. Er wird nach Tondela in Portugal ausgeliehen. Daniel Halffer geht zu Kaiserslautern, Anthony Uccia zu Werder Bremen, Maximilian Thiel zu Union Berlin, Adam Matuschik zu Eintracht Braunschweig, Thomas Bröker zu MSV Duisburg, Kevin Wimmer zu Tottenham Hotspur in die englische Premier League, Deverson geht nach einer Leihe wieder zurück nach Belenenses Lissabon in Portugal und Patrick Helmes hat seine Karriere beendet. Ja, schauen wir mal auf den Kader der Kölner. Im Tor haben sie Timo Horn, Thomas Kessler und Daniel Meisenhöhler. In der Abwehr Dominik Heinz, Frederik Sørensen, Dominik Maro, Mergim Mafrai, Jonas Hector, Pavel Olkowski, Unterkapitän Meso Brečko. Im Mittelfeld Kevin Vogt, Matthias Lehmann, Yannick Gerhardt, Milos Jojic, Kazuki Nagasawa, Dusan Svento, Slawomir Peschko, Leonardo Bittencourt und Marcel Risse. Und im Sturm Bart Finne, Anthony Modest, Yuya Osako, Simon Zoller und Philipp Hosina. Ja, Trainer ist der Österreicher Peter Stöger. Er trainiert die Kölner seit Juni 2013, also jetzt schon ja, ganze zwei Saisonen. Und das muss ich sagen, auch durchaus erfolgreich. Er hat ja in seiner ersten Saison den Aufstieg geschafft und dann, wie gesagt, in der letzten Saison dann doch relativ, ja, doch sicher den Klassenerhalt. Und ja, und wie schon gesagt, die zweite Saison wird nicht leicht für die Kölner. Sie haben einige wichtige Spiele verloren, wie zum Beispiel Verteidiger Kevin Wimmer, der nach Tottenham geht. Sie haben, ja, mit Dominik Heinz einen, ja, sehr guten jungen Mann geholt von Kaiserslautern. Muss mal abwarten, ob er die Rolle von Wimmer da wieder, ausfüllen kann. Ansonsten, ja, man hat mit Bittencourt und Jovic auch zwei solide Mittelfeldspieler geholt. Ja, und den Sturm war natürlich auch Nachholbedarf. Ihr bester Torschütze Anthony Uccia ist nach Bremen gegangen. Ja, man hat sich Modest geholt von Hoffenheim, der auch ja, immer wieder gezeigt hat, dass er durchaus Talent ist, aber doch ein bisschen unkonstant ist. Dazu, ja, Philipp Hosina ausgeliehen, den Peter Stöger von seiner Zeit als Trainer bei Austria Wien noch kennt, den Österreicher. Ja, und Simon Zoller kommt nach einer Leihe wieder zurück. Mal sehen, ob er sich ja, da wieder zurechtfindet bei den Kölnern. War er zuerst nicht so erfolgreich in Köln. Ja, insgesamt der Kader, denke ich, man hat halt eben versucht, die Abgänge zu kompensieren durch ja, halbwegs ja, gute Neuverpflichtungen. Ich finde auch Sportdirektor Jörg Schmadtke macht da auch einen sehr guten Job. Und was auffällt, ja, früher war bei Köln auch immer wieder Chaos im Verein. Man hat sehr oft Trainer gewechselt und ist deswegen auch immer wieder oft das abgestiegen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kölner jetzt, dass da jetzt Stabilität eingekehrt ist im Verein. Man lässt sowohl den Sportdirektor Schmadtke als auch Trainer Stöger, lässt man da in Ruhe arbeiten. Ja, und ich denke, das ist absolut gut für diesen Verein, die sich da, ja, in Ruhe da auf diese Saison vorbereiten können und da jetzt auch wirklich kein Druck von außen ist, irgendetwas erreichen zu müssen. Ich glaube, dass die Kölner auf alle Fälle einen ja, weiteren Schritt nach oben machen werden. Ich denke nicht, dass sie gegen den Abstieg spielen werden. Sie haben in ihrer ersten Saison ja durchaus einige Erfahrungen gesammelt und ich denke, darauf werden sie aufbauen. Und am Ende werden sie meiner Meinung nach im Mittelfeld landen und ich sage, die Kölner werden die Saison auf dem 9. Rang beenden.
Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zum ersten FC Köln für die Saison 2015-2016. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was glaubt ihr, wie werden die Kölner in dieser Saison abschneiden? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt und sage Tschüss, euer Little Piccolo.